Hi, hier ist der Schuh von Curved und neben mir seht ihr den Kollegen Jan, der hat nämlich mir was mitgebracht. 5 Tablets, die alle unter 200 Euro kosten, 10 Zoll groß sind, Android als Betriebssystem haben und du hast einen riesengroßen Testbericht dazu geschrieben. Fangen wir doch einfach mal mit den einzelnen Geräten an. Du hast sie getestet und dann kannst du uns sicherlich auch zu den einzelnen Geräten mehr oder weniger die Stärken und Schwächen nennen. Ja, fangen wir an mit dem Huawei MediaPad 10 Link. Ist der komplette vollständige Name. Hat wie alle anderen auch eine Auflösung von 1280x800 Pixeln. Bei der Größe ist das zu wenig, finde ich. Also man sieht so die einzelnen Pixel, das ist alles unscharf, bisschen auch bei Schrift und Grafik. Okay, das heißt, wenn ich E-Mails lese oder eine Webseite ansurfe, wie zum Beispiel Curved, dann ist das natürlich kein gutes Erlebnis. Genau, es geht, aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, fällt es einem auf und stellt einen nicht zufrieden. So, beim Huawei kommt jetzt noch hinzu, dass die, obwohl es ein aktuelles Gerät ist von diesem Jahr, noch Android 4.1 installiert haben, was eindeutig nicht mehr die aktuellste Version ist. Wir sind inzwischen bei Android 4.4. Ja. So, läuft natürlich und funktioniert, aber ist einfach nicht schön. Ja. So, ist das absehbar, dass dann Huawei noch Softwareaktualisierung anbieten wird? War ein bisschen nichts zu vernehmen. Ich sehe das eher, ich bin da eher pessimistisch, okay, dass das klappt. Hat ansonsten, finde ich, eine Metallrückseite, die sich schön anfasst. Ja. Und hier oben als kleinen Bonus noch einen SIM-Karten-Slot, sodass man auch unterwegs ohne WLAN surfen kann und einfach dann das Datennetz nutzt. Ja. Wie sieht es mit der Kamera dann jetzt bei dem Huawei eben halt aus? Ist die brauchbar oder ist das eher so? Nicht wirklich, gerade mal eben für Schnappschüsse. Die Geräte haben alle Kameraauflösung von 2 bis 5 Megapixeln in dem Bereich. Aber ich persönlich finde auch ein Tablet, ja, kann man mal ein Foto mitmachen, aber ich finde, das sieht irgendwie merkwürdig aus, wenn man mit so großen Geräten Fotos macht. Ja, von den 5 Geräten, wenn man Fotos macht, dann am ehesten mit dem LiveTap von Medion. Hat eine 5-Megapixel-Kamera, die, finde ich, von diesen Geräten hier die besten Bilder macht. Ja. So, ansonsten, hier läuft immerhin schon Android 4.2. Ja, okay. Hardware-mäßig ähnlich ausgestattet wie das Huawei. Das heißt, das Betriebssystem läuft flüssig. Standard-Apps kann man auch problemlos benutzen, das funktioniert. Manchmal fallen die Ladezeiten einfach ein bisschen länger aus, aber wenn man jetzt nicht gerade ein schnelleres Gerät daneben liegen hat, fällt das jetzt nicht so auf. Okay. So, was nicht funktioniert, was nicht wirklich gut klappt bei den Geräten, sind Spiele mit aufwendiger Grafik. Wenn sie überhaupt laufen, dann ruckeln sie, teilweise schrauben die Spiele schon selber ihre Grafik herunter, aber es ruckelt trotzdem. Ja. So, dass es einfach kein schönes Spielerlebnis ist, so dass man so einfache Spiele, so ich sag mal Solitär oder sonst was, das läuft, aber wenn es irgendwie so Rennen, Racing und so weiter, genau, und so fort, das wird man braucht man gar nicht probieren. Ja. Genau. Dann haben wir hier das Hanspad. Das einzige Gerät jetzt von den 5, wo sogar schon Android 4.4 drauf installiert ist. Okay. Da sozusagen auf der Höhe der Zeit ist, hat eine auch Metallrückseite, die sich angenehm anfühlt, finde ich. Kamera kann man hier ein bisschen vernachlässigen. Und hardwaremäßig ist es am schlechtesten mit bestückt hier. Okay, das heißt, da fallen dann die ganzen Ladezeiten und das Geruckel in Spielen oder die Grafik herunterschrauben dann extrem dann auf. Genau, hat zwar wie alle anderen auch einen Quad-Core-Prozessor, aber der ist hier nur mit 1,2 GHz getaktet und das macht sich auch bemerkbar. Okay, dann kommen wir zu dem. Genau, das ist das Multipad von Prestigio. Ja. Ich finde, wirkt es schick, edel, gehört sozusagen. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche, raue Oberfläche hier auf der Rückseite und ich habe jetzt so subjektiv das Gefühl, als ob man das sehr gut in der Hand hat. Genau, es ist wirklich griffig. Ich finde es auch schick, also auch eine gute Abwechslung zu Metall oder Kunststoff. Was ich ein bisschen weniger schick finde, ist einfach dieser derbe große Aufdruck hinten drauf. Das hätte man ein bisschen dezenter machen können, das hätte dem Gerät gut getan. Leider fällt das Display hier ein bisschen aus dem Rahmen, wie man sieht. Es ist echt blass. So, das ist jetzt hier voll aufgedreht von der Leuchtkraft her, von der Helligkeit. Selbst wenn man die runterreguliert, es bleibt so schwach. Ja. So blass. Ja, das sieht man auf den ersten Blick. Also jedenfalls, ich sehe das hier auch, dass es ihm halt herausfällt. Es wirkt so, als ob da ein kompletter Grauschleier da drüber liegt. Genau. Es ist ansonsten auch Android 4.2 installiert und es ist neben dem Huawei das zweite Gerät jetzt hier im Test, das über einen SIM-Karten-Slot verfügt. Okay, das ist ja auch noch ein Vorteil, dann kann man da mit dem halt unterwegs dann auch noch surfen. Und das
Letzter Gerät? Genau, das TrackStore SurfTab. Gefällt mir von diesen Geräten, wenn man es alles über alles betrachtet, am besten. Hat mit einem Intel Atom-Prozessor, der mit 2 GHz getaktet ist, einfach die leistungsfähigste Hardware, sodass man jedes Mal was mitspielen kann auch. Hat eine Metallrückseite, die sich okay anfühlt. Ist Android 4.2 installiert. Ja. Kamera eignet sich für Schnappschüsse, ist okay. Ja. Genau, deswegen so im Gesamtbild betrachtet, von diesen 5, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das nehmen, obwohl es da auch Sachen gibt, die man besser machen könnte. Ja, eine Sache ist mir nämlich dann aufgefallen, die man vielleicht hätte weglassen können, da war es aber ein bisschen zu viel des Guten, dass man hier oben einen physischen Button integriert hat, der auf die Home-Seite zurückgeht oder auf den Home-Desktop dann immer zurückgeht. Genau, was wir sonst eigentlich immer softwaremäßig installieren. Ja, ist eigentlich sinnlos, weil dann hier oben nämlich auch noch der An- und Ausschalter ist, den man leicht verwechseln kann. Das ist aber nur jetzt aus meiner Sicht, der nur ganz kurz damit herumgespielt hat. Von allen diesen Geräten würdest du das TrackStore nehmen. Welches würdest du denn welchen Leuten, Zuschauern empfehlen? Zum Beispiel entweder sind alte Hasen, die schon ein Android-Smartphone haben, würdest du denen anschauungslos eins von diesen Geräten empfehlen oder würdest du sagen, lass ihr lieber die Finger weg, sondern eher die Leute, die neu sich ein Android-Tablet anschaffen möchten, für die wären eins von denen tipptopp. Das sind eher Geräte für Einsteiger, für Neulinge. Also wer schon Android-Smartphone hat, selbst die günstigen Geräte sind jetzt so aus meiner Wahrnehmung irgendwie, bringen mehr Spaß als diese Geräte, wenn man sie benutzt. Ja. So, sodass man entweder, wenn man sich ein Tablet holen will, dann doch ein paar Euro mehr ausgeben sollte. Also ich hatte jetzt gerade noch mal das etwas ältere Galaxy Tab 3 aus dem Schrank geholt. Das kriegt man inzwischen schon für 250 Euro. Technisch gesehen vom Datenblatt her mit denen ja fast identisch, aber ja, es gefällt mir viel besser. Es macht mehr Spaß, es läuft alles flüssiger. Selbst das Display, obwohl es die gleiche Auflösung hat, wirkt irgendwie klarer, schärfer. Ja, okay. Kannst du dann auch sagen, also man kann ruhig einfach auch zu einem kleineren Gerät greifen. Es gibt ja auch noch günstige und qualitativ gute und mit einem potenten Prozessor ausgestatteten 7 Zoll, zum Beispiel das Nexus 7. Genau, das ist natürlich, wenn man sozusagen einfach diese Preisgrenze hat und dann doch nicht nochmal eine kleine Schippe drauflegen kann und bei diesen 200 Euro bleiben muss oder will, ist es einfach eine gute Variante, auch ein kleineres Display zu nehmen, ein kleineres Gerät. Da ist dann, selbst wenn es die gleiche Auflösung ist wie hier, sieht es einfach schärfer, knackiger aus und man findet dann doch den einen oder anderen besseren Prozessor. Und das Nexus 7 ist dann natürlich ein Paradebeispiel. Ja, du sagst also grundsätzlich dein Tenor lieber vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben für ein gutes Gerät und damit dann länger Spaß haben. Genau. Okay. Ihr seht, es ist sehr umfangreich geworden mit diesem Test. Wir können nicht alles abdecken, aber Jan hat dafür dann in halt schriftlicher Form auf unserer Webseite, die heißt wie? Curved.de. Dort findet ihr seinen ausführlichen Testbericht zu allen 5 Tablets, wo alle 5 drin vorkommen. Und wenn ihr das Video gut fand, dann liked es bitte, teilt es euren Freunden mit über die sozialen Netzwerke, wie auch immer. Und neben diesen Tablets im Test findet ihr natürlich weitere spannende Themen. Die sind alle gebündelt auf unserer Webseite und die heißt curved.de.